Vielen Dank. Ich möchte Sie aber auch nicht lange aufhalten. Ich komme vom Landesverband Vernunftkraft, bin aber auch Mitglied der Bürgerinitiative Windkraft in Spessart in Einklang mit Mensch und Natur. Wir finden es einfach toll, auch vom Landesverband, was Sie hier auf die Beine stellen. Jede Woche diese Demonstration zu zeigen, mit diesem Windwahn muss endlich in Hessen Schluss sein. Warum verstehen das Politiker nicht? Wir Bürger wollen diese Zerstörung unserer Landschaft nicht. Wir wollen nicht, dass hier die Landschaft und der Wald zerstört wird. Wir brauchen eine vernünftige Energiepolitik und nicht diese falsche Energiepolitik, die im Moment auch hier von der Landesregierung mit Bouffier und Tarek Mohamed Al-Wazir gemacht wird. Sie verraten unser Land, Sie verraten uns. Herr Manzmann hat ja schon vieles gesagt, warum diese Energiewende an sich jetzt schon gescheitert ist, was auch Gabriel schon mal gesagt hat, die Energiewende ist gescheitert. Ganz Europa hält uns für die Dummen, was wir hier für einen Mist machen. Aber er hat zwei Sachen vergessen, die ich noch gern vorbringen will. Ganz klar ist, Windkraft zerstört nicht nur unsere Natur, sondern sie gefährdet auch unsere Gesundheit. Ich habe viele Freunde, die dicht 1000 Meter von einem Windrad weg wohnen. Die können nicht mehr schlafen, die sind total verzweifelt, was ist passiert. Ich bin aufs Land gezogen, um Ruhe und Friede und Natur zu haben. Nichts mehr ist da. Lärm, Schattenwurf und Infraschall macht mich kaputt. Das Zweite ist, was Sie hier sicher in Waldmichelbach und überall sehen, die Immobilienpreise fallen um mindestens zwischen 30% und 40%, wenn ein Windkraft in der Nähe ist. Jetzt hat Udo gesagt, ich soll was Gutes sagen. Schwierig für mich hier, vor allem wenn es ums Thema Windkraft geht. Ich kann vielleicht eines Gutes sagen oder eines Negatives noch sagen. In Nordhessen und Mittelhessen ist der Regionalplan Teilplan erneuerbare Energie schon rechtlich verabschiedet. Wir haben hier in Südhessen noch die Chance, in der Regionalversammlung Südhessen hier eindeutig zu sagen, wir wollen das nicht. Es gibt, Herr Manzmann hat es gesagt, die FDP hat sich klar bekannt dazu, keine Windkraft im Wald, keine Windkraft näher wie 10 H, Abschaffung des Baugesetzbuches und Abschaffung der erneuerbaren Energiegesetz. Wie können wir was erreichen, um diese Projektierer, die einfach um Geld zu verdienen, die Natur zerstören? Wir können nur was erreichen. Der erste Schritt ist am 24.09. in diesem Jahr. Wir haben Bundestagswahl. Zeigen Sie den Politikern, was wir wollen. Wir haben einen Schlachtruf, einen Slogan, der heißt, wer Natur und Menschen quält, wird im September abgewählt. Wählen Sie die ab! Zeigen Sie vor allem den Grünen, so geht es nicht mit der Umweltzerstörung. Früher sind sie um jeden Baum sich angekettet, heute machen sie Tausende von Quadratmetern von Wald wird vernichtet, um sinnlose Energiepolitik zu machen. Zeigen Sie den Parteien mit uns nicht. Bitte? Grüne unter 5%. Da stimme ich Ihnen sicher zu, Grüne unter 5%. Aber wir müssen versuchen, dass wir die wählen, die sich klar gegen Windkraft, gegen Zerstörung der Natur durch Windkraftanlagen positioniert haben. Nur dann haben wir eine Chance, was zu tun. Aber gemeinsam sind wir stark und ich kann Ihnen sagen, wir haben in Deutschland schon 1000 Bürgerinitiativen, gegen diese Zerstörung, gegen diese falsche Energiepolitik wehren. Wir sind zusammen stark, wir sind ein Wählerpotenzial. Zeigen Sie das Politiker. Wir sind zurzeit auch hin und wieder zur Demonstration bei Frau Merkel, um ihr zu zeigen, so kann es nicht gehen. Wir wollen ein Land, in dem wir gut und friedlich leben können und unzerstörte Natur haben, in dem wir uns erholen können. Wählen Sie alle ab, die für Windkraft sind. Vielen Dank.